Die Erzieher sind nett und die Räume sind schön. Auch sehr schön und alles ist alles schön. Und die Spielsachen sind auch schön. Das Besondere an unserem Konzept ist die halboffene Arbeit, dass wir einerseits schon Gruppen haben, wo wir für die Kinder doch nochmal eine Bezugserzieherin oder Bezugserzieher sind, auch ein Ansprechpartner für die Eltern, aber dann eben auch das Ganze öffnen und dann können die Kinder einfach wirklich selbst entscheiden, was sie tun. Und ich glaube, das ist auch das Besondere am Konzept, unter anderem, dass die Kinder hier unheimlich viel mitzubestimmen haben, also sie können mitentscheiden und sich selbst überlegen und selbst entfalten, ja, und selbst überlegen, in welchen Raum sie wollen, welche AG sie mitmachen wollen. Sie dürfen auch selbst eine AG anbieten, also wir unterstützen das alles. Ich denke, das ist schon nochmal auch was Besonderes bei uns. Das Schönste war natürlich, wir haben diesen Hort hier gemeinsam aufgebaut, ein ganz neues Team, neues Gebäude und war eine wirklich klasse Zeit und sind jetzt immer mehr gewachsen so und kamen auch sehr viele Veränderungen. Jeder von uns macht einmal die Woche oder auch zweimal die Woche eine AG und ich habe von Anfang an eigentlich die AG Fred die Ameise gehabt. Das ist eine Ameise, die läuft durch die Natur und ist sehr neugierig und möchte alles sehen und kennenlernen und ja, dann stehen halt viele Fragen und dann klärt man diese Frage und sucht nach Antworten mit den Kindern und dann darauf folgt dann auch ein Experiment. Es ist immer aufregend, neue Eltern kennenzulernen, die Kinder kennenzulernen. Und auch, dass wir hier uns kreativ völlig austoben können und im Prinzip das auch verwirklichen können, wozu wir Lust haben, was uns Spaß macht, wo so die Stärken von jedem Einzelnen sind. Wir bieten einfach so viele Sachen an. Und wir versuchen immer eine gute Zusammenarbeit stattfinden zu lassen zwischen Erzieher und Eltern, Eltern und Leitung, Leitung und Erzieher. Also da ist immer irgendwie irgendwo eine Zusammenarbeit. Und die wird sehr ernst genommen. Ja, Kontakt zu den Lehrkörpern in der Schule habe ich über die E-Klasse im Unterricht und ich bin im Tridem zusammen mit dem Schulsozialarbeiter. Da treffen wir uns einmal die Woche und besprechen so spezielle Fälle oder was kann man machen, um das Schulsozial, also das Klima in der Schule so ein bisschen zu verbessern. Wir haben viel erreicht. Jeder macht das, was er gut kann hier. Und das ist mir eigentlich mit am wichtigsten, weil das macht er dann mit Liebe und mit Freude und das spürt man auch. Für jeden ist etwas hier dabei. Jeder hat seine Kompetenzen und wir ergänzen uns alle. Am meisten Spaß ist es wirklich, dass man Freiheiten hat und auch selbst entscheiden kann, was man mit den Kindern macht. Die Zusammenarbeit gefällt mir super. Also wir sind ein tolles Team. Wir haben Spaß an unserer Arbeit und mit den Kindern und das spüren die Kinder halt auch. Es ist eine faszinierende, tolle Aufgabe, hier zu arbeiten. Ergänzende Betreuung schicken, weil sich ihr Kind hier frei entfalten kann und Stärken entdecken kann, Freunde finden kann und ja, einfach heranwachsen kann. Schön. Ich freue mich auf alle Kinder, die bald unser Hort besuchen. Ich finde einfach das Arbeiten an dieser Schule mit meinen Kollegen, mit diesen Kindern, mit den Eltern hier, was Besseres kann einem eigentlich kaum passieren. Und das sage ich aber auch aus echt tiefstem Herzen und nicht, weil ich jetzt hier einen Film drehe.